lass uns zurück zum Abgrundkindergarten mit verdächtig wenig Kindern und sehr vielen weirden Monstern. Wir haben ja kurz herausgefunden, dass aus irgendwelchen Gründen jemand gemeint hatte, in diesem riesigen Loch unterm Kindergarten irgendwelche Monstern zu erschaffen, die man aus verschiedensten Sachen herstellte, indem man ihnen irgendein unbekanntes Zeug spritzte. Von Knete über Vögel bis hin zu Menschen war ja irgendwie alles dabei. Mal gucken, was wir noch so finden. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim zweiten Teil. Was für die Wände. Die Grauen waren ja aus, die kann ich nicht einschalten. Ja. Ich werde den anderen finden. Da ist er doch. Guck mal, es leuchtet orange. Also ich habe die orange Karte. Okay. Das ist aus, das ist aus. Ganz hinten wahrscheinlich die Tür. Ah, guck mal da. Nicht ganz hinten die Tür. Nee. Ah, da sind Knöpfe. Okay. Mr. Drohne, bist du eigentlich? Ja, okay. Bom. Bip, bip. Bonk. Bonk. Hallo? Wer bist denn du? Bist du der Vogel? Der guckt doch auch so komisch. Okay, ich renn. Ich guck wieder hinten. Okay, der Vogel lebt anscheinend doch noch. Oder wir haben mehrere davon. Ich wollte Licht anmachen eigentlich, nicht die Tür zu. Egal. Och nö, die Schule wollte ich jetzt nicht unbedingt. Kann ich nicht wieder zu dem Vogel? Achso, Glas. Ist hier Pause? Ich gehe rutschen. Das sieht nach einer Rutsche aus. Och Menno, ich muss in die Schule. Was soll denn das jetzt? Jetzt auch, ich wusste nicht mal, dass ich Schule habe. Tut mir leid. Danke. Bei den Gießkannen. Na gut. Hallo, Mr. Drohne. Sie sieht etwas gestresst aus. Wait, was hat sie gesagt? Ich habe nicht aufgepasst, Kacke. What the fuck, ich habe keinen Taschenrechner einstecken, sorry. Du frisst mich, wenn ich falsch antworte. What the fuck? Wie kann ich antworten? I used to play. Ah, okay. Ja, ein schlaues Kind, ein dramatisches Kind und ein sehr schlaues Kind. Wir nehmen das sehr schlaue Kind. Yay! Danke, sehr schlaues Kind. Das weiß ich. 4. Und jetzt? Oh, ich bin das seltsame Kind. Wo sind andere? Okay. Ist das das schlaue Kind? Nee. Das schlaue Kind weiß 4. Hey, Pause! Das ist nicht Mathe. Eine seltsame. Okay. Ich glaube, ich muss immer aussuchen. Eine seltsame Antwort oder eine dramatische? Tremor Kid, hilf mir! Oh lol, das war richtig. Ich
next lesson when you come back. Was ist mit meinem Model los? Das bewegt sich irgendwie nicht so wirklich. Okay, jetzt habe ich meinen Twitch-Chat nicht mehr. Oh, es ist dunkel geworden. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ich habe auch nur Glück gehabt gerade eben. Warte mal. Gehe ich hier nochmal auf Medium. Ich habe die ganze Zeit meinen Charakter ignoriert. Bewegt es sich jetzt besser? Ja, guck, jetzt geht's wieder. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Hat auch keiner Bescheid gesagt. Okay. Settings. Okay, es wird langsam ein bisschen weirder. Die Gude hat... Oh, ugh. War das Kaugummi? Sieht aus wie gekauter Kaugummi. Ist das gekauter Kaugummi? Was muss ich jetzt damit machen? Okay, was habt ihr zu sagen? Please save our friend, he's getting bullied over there. Bitte helft unserem Freund, er wird da drüben, ja, geärgert. Sag mal den Kaugummi auf, ist auch okay. You want to save this true? Wenn du diesem Versager helfen willst, gib uns dein Geld. Kann ich euch Kaugummi geben? Nur ihr. Okay, die wollen Kaugummi gegen Geld. Ah, okay, es war genug Kaugummi gegen Geld. Obwohl, jetzt mit Settings runter sieht es gruseliger aus. Ich glaube, das bringt mehr wie einfach volle Lotte. Ihr habt das Geld, jetzt kann ich mir die Gießkanne nehmen. Hätte ich auch einfach so nehmen können? Sag, ich bin größer, ich kick die einfach weg. Das sind Pins. So Baseball-Pins. Kann ich ja wegkicken. Ich habe eine Sonnenbrille. Oh, bin ich jetzt ein cooles Kind? Ich habe jetzt eine Sonnenbrille. Ich bin jetzt ein cooles Kind. Erkennt sie uns wieder? Die Frage. This announcement concludes your lunch break. Please return to your classes. Also, teachers, please keep in mind that we're on the lookout for a very, very naughty student, believed to be accompanied by a drone. Ich kenne keine Drohne, ich bin nicht gemeint. Call Principal Banban's office immediately. Hey, das war keine aufgenommene Sprachnachricht, sondern der... Guck zu. Digga, ist dir nicht aufgefallen, dass ich da stehe? Ich habe jetzt nur eine Sonnenbrille auf. Das bin immer noch ich. Du hast mich erschlagen. Oder geschlagen. Hm? Achso, ich soll wieder Schule machen. Okay, nehmen wir an Schule. Sie erkennen uns halt legit einfach nicht. Yay. Nein, müssen wir nicht. Hello, fellow cool kids. Ich bin mal cool. Okay, diesmal darf man nichts machen. Wird immer schwieriger. Weiß ich nicht, Digga. Okay, was hatten wir zur Auswahl? Sea Life, Flop, also ist ein lautes Kind, ein Klassenclown, ein populäres Kind und ein Sea Life. Oh, keine Ahnung. Ey, Digga, ich hab nichts gemacht. Hab ich hier zu lange gebraucht? Der hat mich angeschrien und gefressen, das finde ich nicht nett. Das melde ich dem Rektor. Oh. Okay. Okay, okay, okay. Wir müssen uns schnell entscheiden. Entweder ist populär oder vielleicht sagt er irgendwie, sie so ist so heiß wie ich oder so. Ich kann auch nicht gucken. Habe ich zu viel bewegt? Habe ich gemerkt. Du?
Es war so klar, dass er das sagt. Oh lol, was mit dir passiert? Was war das für eine Stimme? Oh, das weiß ich. Guck mal hier, der Sea Life Lover, der weiß das doch. Was? Das war nicht die Frage, oder die Antwort. Ja gut, dass du Bescheid weißt. Nein, hören. Der ist laut. Ja. Der schreit halt einfach, ja. Yay. Ist auch noch richtig. Oder einfach nur, egal was wir machen, dann wäre richtig, weil wir sind die coolen Kids. War das egal? Wir durften nur einfach nur schnell machen? Okay. Oh, Digga, du kannst nicht einfach direkt alles dunkel machen. Okay, you wanna join us, Punk? Give me some lunch money. Okay, wir brauchen wieder Geld. Wir klauen einfach andere Schüler. Wir beklauen unsere Mitschüler, ist okay. Die Rich Kids, oder wie? Das sind die Rich Kids, die Polling Pins. Da! Bin ich jetzt Mitglied? Oh, guck. Krieg ich? Halte ich den jetzt einfach fest und zeige den? Bin ich dann einer von denen? Bin ich ein Rich Kid, weil ich einen Pin habe, so einen Bowling-Pin? Und ich klebe mir den vor den Kopf. Und setze ich mir den auf den Kopf wie so ein Hut. Oh, ich würde mir lieber so vor den Kopf kleben. Achso, ist ja nie gemein, okay. Ja, das sind die Rich Kids. Aber wo gibt es nicht so viel? Pain Giver, Mean Kid, Unkind, Money Taker, Mean Kid. Okay. Just like we did for math and science, it will only be a review lesson. Let's start with some common knowledge to freshen your stupid brains. Can anyone Dinge gesehen. Entweder das Mean Kid oder das Mean Kid. Ene, mene, mu und raus bist du. Also er hier. Er hat aber recht. Er hatte recht. Noch ein O. Was hat man? Ein I? Ein O? Ich glaube ein N? Hat man auch? Keine Ahnung. Ich hätte mir das mal aufschreiben müssen, vielleicht hätte das was zu bedeuten. Ja, okay. Dann ist es er hier. Oder an kein Moneymaker. Er ist unfreundlich. Okay, es ist richtig. That is a perfect example. Good job. Assuming it wasn't directed at me, of course. Now, this time. Nein. Can you give me an example of a kind person? Pain, ich gebe dir was. Ich gebe dir Schmerz. Correct. Exactly. Giving others things without expecting anything in return is exactly what kindness. Ich gebe dir Schmerzen. Ich weiß nicht. Aber du hast es auch gehört, das ist schon mal beruhigend. Auf Wiedersehen, Miss, keine Ahnung. Miss Lehrerin. Oh, was steht da hinten eigentlich? Ich muss aber die Settings doch mal. Shadow, Texture, Graphics. Ich kann es nicht lesen sonst. Oh,
Hoffentlich reicht das auch so. Okay, Alphabet. D is for drinking. E is for eating. F is for flying. 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 Ist das ein Wort oder kann ich nur nicht lesen? Flying oder failing, keine Ahnung. Multiplication Table. Bun-Bone. Bun-Bun-Woo? Bun-Bun-Nix? Bun-Bun-Neven? Bun-Bun-Eight? Ist klar. The Cycle of Kindness. Kindness. Betrayal. Sadness. Evil. Betrayal. Gut. Mr. Drohne. Bitte mal einmal Bonk. Oh lol, was geht da hinten für eine Disco? Okay, es ist vorbei. Okay, nicht petzen. Sie schwänzt gerade. Oder ja. What? Ah, nein! Versuch's nochmal. Kommt sie? Geh auf! Kommt sie? Hey. Lol, war nur Ton? Kommt sie? Oder ist jetzt einfach nur aufgefallen, da fehlt einer? Habe ich sie ausgedrückt, weil ich die Tür zugemacht habe? Okay. Das war vielleicht immer nur ein Ton. Weil der mitgekriegt, dass wir wechseln und steht da im Klassenraum und flucht. Okay. Wir haben hier, ne? Was ist das? Kissen? Ein Bett. Kriegen wir Hunde? Oh. Ich kriege ganz viele Köpfe. Das sind Vögel. Seid Ophelias Kinder. Ah, ihr seid diese 10 A bis F. Der ist blau. Ich mag den blauen. Philipp. Kann ich auch aufheben? Soll das so? Ich sehe was du nicht siehst, und das ist pink und groß und hat einen spitzen Schnabel. Warum muss ich die Vögel ins Nest bringen? Muss ich fangen? Ich werde ja wohl jetzt. Einen habe ich. Kann ich mehrere fangen? Oh nein, ich kann die wegwerfen. Nein. Nein, nicht wieder loslassen. Halt den Vogel fest. Nein, ich lasse die Vögel. Ich drücke einfach zu oft. Jetzt habe ich dich. Ja, geht da hoch. Muss ich euch da ins Nest setzen. Ja, bleib. Braver Vogel. Der ist mir gefolgt. Der hat mich lieb. Oh, was war dein Fuß? Haben wir einen Kick gemacht. Ich seh dich! Komm! Oh, das ist ja echt nervig mit dem Licht aus. Guck mal. Jetzt habe ich die Hälfte, oder? Waren noch 6 oder habe ich mich vertan? Oh, was ist denn mit deinem Füßchen? Was machst du denn da für Faxen? Der hat einmal Bein gebrochen. Hui. Doch 6 Vögel. Bin ich einem Dunkeln? Nö. Oh, habe ich ihn jetzt fallen lassen oder habe ich ihn noch? Mich fallen lassen. Oh nein! Oh, ich lasse ihn wieder los, weil ich zu schnell drücke. Verdammt, Viecher, komm jetzt her.
Uff, was ein Heckmeck. Guck mal, deine Geschwister warten da schon ganz brav. Da. Ich sehe dich. Oh, nee, hier lang. Was machen Sachen? Ich fange gerade die Vögelchen. Und hoffe, das hilft. Was hat er denn jetzt getrieben? Oh. Okay, letzter Vogel, wo bist du? Komm her, ich krieg dich. Ich krieg dich. Du verdammtes Missvieh, komm jetzt her. Komm her. Nein, nicht wieder loslassen. Oh, ich hab ihn. Schnell. Und dann muss ich gucken, was ich so mache. Also die müssen ja obvious in das Nest rein. Aber vor der Tür steht ja offensichtlich der große Vogel. Ändert das irgendwas? Ne, einer hat das Bein gebrochen und die anderen sitzen da. Und für so beobachtet. Die folgen meinem Blick. Ob die auch durch die Wand durchgucken? Kopf verdrehen? Vielleicht muss ich das machen, wenn es dunkel ist, dass sie mich nicht sieht und mich irgendwo verstecken. Okay, es ist hell. Wenn es dunkel ist, mach ich die Tür auf und renn weg. Schnell weg! Ah. Keiner da. Geh hoch zu deinen Vögeln. Oh, du bist brav. Hör auf mich anzugucken. Geh zu deinen Vögeln. Entkommen. Die Tür zu machen? Oh! Hallo, Schnecke. Oh, what the fuck? Sie war schnell, die Schnecke. Wieso war die so schnell, die Schnecke? Oh weh, ich muss die fucking Vögel nochmal fangen. Wenn ich wegrenn, frisst du mich. Hallo? Oh lol. Sie guckt weg. Wo muss ich hin? Ich muss ganz schnell ganz weit weg. Guck mal. Komm, geh auf. Oh, okay. Hinter dem Pfosten sieht sie mich nicht. Ich geh einfach weiter. Wir sind am Strand. Hey. Strand. Eine Mupfel. Kann ich aufheben? Hey. Ja, meine Muschel. Mit hier rein. Okay, erstmal lesen, was wir machen müssen. Cannons must be fired at the buttons. Also Kanonen müssen auf die Knöpfe gefeuert werden. Only one cannon can be fired. Also es kann nur eine Kanone gefeuert werden. Können nur nacheinander gefeuert werden. The timer must not run out. There are triggers. Okay, der Timer darf nicht ausgehen. Es gibt drei Runden. Und dann packe ich da Kanonen. Okay, ja, gut. Aber er hat nicht funktioniert. Er muss wahrscheinlich die Muscheln sammeln, irgendwo reinstecken, dass ich das Spiel starten kann. Wie mit den Eiern. Was haben wir hier? Singerfly Mission.
Yeah, Flyer likes to collect seashells in his chest. Find eight shells. Stinger Flint. Das wird die Qualle sein. Stinger Flint mag gerne Muscheln. Er sammelt sie gerne in seinem Bauch, Körper. Finde 8 Stück. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben nicht mitgezählt. 1. 2. 3. 4. 5. 5 Stück. Brauchen wir noch 3. Dann sind wir die shiny polierten Boote. Die Putzfrau hat echt viel geleistet. Alles schön poliert. Eine brauchen wir noch. Ich kann ja schon abgeben. Wir müssen die letzte suchen. So, eins brauchen wir noch. Wo könnte es sein? Ich sehe von mehr. Ach, guck mal. Geht die Tür auf? Was haben wir da? Ah, die Karte. Die Karte für da oben, dass wir das Spiel starten. Aber ich dachte schon, vielleicht müssen wir das Spiel nicht spielen. Ist orange. Können wir eine Rakete nehmen? Okay. Da rein. Feuer. Ich will eine neue nehmen. Das ist das gleiche. Feuer. Okay. Das ist ja noch relativ einfach. Sie hier. Feuer. Bang, bang, bang. Ah, okay, schon vorbei. Bum, 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 bum. Runde 3. Ah, ich habe ja noch eine Rakete. Ah, jetzt sind die hier oben. Und dann nächste Runde sind wahrscheinlich unten noch mit. Bonk. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Machen wir die rein und feuern wir die ab. Bock. Laden und feuern. Letzte Runde. Wir haben wahrscheinlich die Hunden auch noch mit aktiviert. Dann und feiern. Nachschub. Laden und feuern. Komm. Ist jetzt nicht so schwer. Okay, unten. Laden und feuern. Komm. Und wieder hoch. Hier einfach runterspringen? Ja. Laden. Und feiern. Komm. Wieder hoch. Jetzt nie so schwer. Laden. Und feiern. Feiern, habe ich gesagt. Hey! Oh, ich habe noch eine Rakete geklaut.
Haha, ich habe eine Rakete geklaut. Ich bin Sneaky. Ich brauche die auch nochmal. Ich kann mir nicht immer klauen. Was haben wir hier? Slaps, Handshake, Stinging. Okay. Ach, die Qualle. Er hat viermal einen Handslap, dreimal einen Handshake und zehnmal gestochen. Aber nicht nett, Qualle. Aber das tun halt Quallen so. Was haben wir hier? Boah, noch so viel. Fall 1. Die Warnung. 1. Update 2. Symbol GV. In case the case mentioned in a previous report has moved an arm, has its application nervous system had work of splits. The case mentioned in the previous report has moved an arm, as if its official nervous system had worked for a split second. Der im vorigen Fall genannte Fall hatte seinen Arm bewegt für eine kurze Sekunde. Sieht aus, als würden, oder hatte seinen Arm bewegt, das sieht so aus, als würden seine Nervenbahnen für eine kurze Sekunde gearbeitet haben. As predicted, GV seems to provide identical functions to blood when combined with chases 3 and 6 of type 5. Mammalian circulatory systems. Hä? Mammalian! Oh, ich kann nicht lesen. Mammalian circulatory systems are infective. Inactive. Okay, wie vorhergesagt, GV hat eine ähnliche Funktion wie Blut, wenn man sie mit dem Fall 3, 6 und Typ 5 verbindet. Säugetier-Zirkulationssysteme sind nicht so effizient. Oder haben nicht so eine starke Wirkung. Manche sagen, kann man eigentlich blöd übersetzen oder ich kann die blöd übersetzen. The case of Typ 2 from the previous report has also had a strange physical effect. TV appears to expand in size where it's in the set flow and as a result the case has grown a number of veins across his body and has grown significantly in size. Neither growth appearance to have kind of negative Seite. Risk of looking unpleasant to you. Ah, das ist der Grüne. Okay. Im Falle von Typ 2, wie im vorigen Fall schon genannt, hat das genauso einen komischen Effekt. GV sieht etwas, ist etwas gewachsen, ist in Größe, hat in Größe zugenommen, als das Zeugs in Bewegung gesetzt wurde. Und es hat sich ergeben, dass dadurch auch verschiedene Venen oder eine große Anzahl an Venen über den kompletten Körper gewachsen sind. Weder die Größe noch die Venen haben einen negativen Effekt, außer dass das Ding halt nicht sonderlich schön aussieht. Es tut ihm immer nicht weh, der Rote hat ja Schmerzen. We are going to proceed with adding more cases of Type 5. To the case of Type 2 from the previous report in pursuit of a more like-life behavior. Wir werden in Zukunft dafür sorgen, dass es mehr Typ 5 Fälle gibt als Typ 2, wie im vorigen Falle, um einfach ein natürliches Verhalten zu erreichen. Studien an G5 werden noch weiter vorgenommen. Okay. Grau, nee, blaue. Ich angemacht? Es hat gequietscht. Ich sehe jetzt irgendwas. Mich wieder irgendwas verfolgen? Sieht nicht so aus. Was war das Gequietsche? Ich habe jetzt eine blaue Karte. Wo war die blaue Tür? Ich weiß, es war eine blaue Tür irgendwo. Hier eine blaue Tür? Hier oben nicht. Da ist eine grüne. Aber wir haben eine blaue Karte. Oh, das ist eine blaue Tür. Aber die ist aus. War noch irgendwo eine blaue Tür? Oh, das hätte ich vorher sehen sollen. Stop, go. Ich habe sie herausgefunden. Ah, hier ist noch eine blaue Tür. Oh no, 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 no.
Und man kann in dem Spiel so komisch springen. Das wird auch nichts. Ich verkacke doch sofort. Dear Mommy, I'm okay and Clary is okay. The nice jellyfish saved us from the big bird and the evil red man. We are going to the jellyfish home. Me, Kali, jellyfish. Wait. Wait, wait, wait. Ich dachte, der Vogel wäre zu Kindern nett. Wobei, der Jellyfish ist eventuell vielleicht der Feind im dritten Kapitel. Man hat ja das Bild schon gesehen. Der verarscht die doch. Okay. Dear Mama, ich und Clary sind okay. Die nette Qualle hat uns gerettet von dem bösen Vogel und dem bösen roten Mann. Wir gehen zum Qualle jetzt nach Hause. Ich weiß ja nicht. Bis jetzt hat der Vogel Kindern ja nichts getan. Also es hieß ja spezifisch, Kindern tut der Vogel nichts. Der Exercise so ist. Da ist Übung. Also spar dir deinen Atem. Ich weiß nicht, das sieht jetzt alles nicht so sicher aus. Ich will mir da nicht. Ich hoffe, der hat hier gespeichert. Da liegt was. Video Cape. Nee. Letzter Sprung. Oh, das wäre jetzt noch der Name. Stereo Camellios Givanium. Typ 2, Update 4. The Bird. Ophelia. It remains unknown why case 10 is aggressive towards all adults. Conditioning as remains is ineffective as it was in first report. Es ist immer noch unklar, warum Fall 10 so aggressiv gegenüber Erwachsenen ist. Erziehung hat nicht funktioniert, bleibt alles wie in den vorigen, ja, Updates. Ja. Oder in den vorigen Berichten. What has been discovered, however, is the reasoning behind the seemingly random instance where case 10's A's become bloodshot. Bloodshot eyes have also been linked to unusual high levels of aggression. Es wurde herausgefunden, warum oder was hinter diesen blutunterlaufenden Augen von Fall 10 steckt. Jedes Mal, wenn das passiert, ist ein hohes Level an Aggression vorhanden. Also, wenn sie wütend ist, kriegt sie rote Augen oder blutunterlaufene Augen. This behavior has been concluded to be the direct results of Chase 10 witnessing of hearing the suffering of Chase. Was? This behavior has been concluded to be the direct results of Chase's 10 witnessing or hearing the suffering of Chase cases 10a to, also 10 bis F, A bis F. Oh, ich rede schon wieder kompletter Blödsinn. Despite having abnormal color schemes. Achso, F ist der blaue, der hat andere Farbe. Okay, at any all included plus in childlike attributes. Okay. Das Verhalten konnte immerhin nachgewiesen werden, dass es ein direkter Folge ist, wenn Fall 10 mitbekommt oder hört, dass Fall 10a bis 10f in irgendeiner Art und Weise halt Schmerzen, also so Leiden. Und das gilt halt auch für Kinder. Also sie hasst das komplett, wenn Kinder in Gefahr sind. Aber es waren keine Kinder vorhanden. Warum ist der Vogel wütend auf uns? Ja, wir sind erwachsen, wir haben kein Kind was getan. Es war kein Kind vorhanden. Die Vögel haben wir später gesehen. Example of that children attributes have been described in the second update. Also alles, was unter Kind fällt, ist im zweiten Bericht hinterlegt. Und der Fall ist aber noch nicht fertig fürs Zeigen, fürs Präsentieren. Ja. Hi, na, wie geht's dir? Ich versuche mich gerade hier an. Ich habe diesen blöden Parcours überstanden. Ich gehe da nie wieder zurück. Sterbe direkt. Mir geht's hier so. Ich versuche rauszufinden, was hier so alles passiert. Wir sind fast da. Yay. Wieder wird er nicht der Vogel. Ich mag den Vogel irgendwie doch schon. Oh, guck mal, Kuchen. Yay, der Kuchen ist keine Lüge. Ich krieg Kuchen. Kann ich Kuchen nehmen? Na, wie schön sie tanzen. Super, wie geht's dir? Mir geht's auch gut.
Ach, wie hübsch. Immerhin sind die netter wie Gladys. Ich krieg hier immerhin einen Kuchen, auch wenn ich ihn nicht essen kann. Achso, Glas. Sonst haben sie ein Loch. Ich weiß nicht, ob das so toll ist, dass hier überall Türen. Ich denke, sind auch Türen. Okay, die Spinne macht Sinn, die Qualle. Anscheinend auch. Das erste Modell habe ich tatsächlich fertig. Bin überlegen, ob ich für mich auch was mache. Oh. Was? Oh, ah, hallo. Speaking of zoos, it's almost assembly time, where all the doors... Oh nein, kommt jetzt alle bitte nicht. Kann ich nicht zu dir darüber gucken? Nicht das? I needed something from you that I could only get if you were unconscious. And I was all out of sedative. Digga, du wolltest mich aufschneiden. You wouldn't have trusted me, I know. But there was one thing I didn't like you about. And that's me knowing why you're here. You're here for your children. I too am. I'm working towards saving them, if you can believe it. But someone else has them. Someone far stronger than you and me both. That resides deep in the abyss. Digga, du wolltest mich aufschneiden, klar vertraue ich dir nicht. There is an elevator in Opilabird's walkway. Take it and we'll talk again down there. Wieso machst du dir nicht ein gutes Glas? Der hat genau die Tür, die ich brauche, geht nicht auf. Und jetzt? In einem wo raus bist du? Wohin? Geh da rein. Nicht hier rein? Hm. Ah! Was zur Hölle? Basti! Er ist da, wo muss ich hin? Okay, dahin nicht. und fällt es dir leicht oder dennoch sehr... Es macht mir Spaß, das Ring. Also ich habe mehr Spaß an dem Ring von den Live-2D-Sachen, als das selber zu zeichnen und zu layern. Aber das Ring hat mir Spaß gemacht. Ist auch eigentlich ganz gut geworden. Sieht auch echt voll knuffig aus, das Pferd. War vielleicht nicht so smart, ein Pferd zu nehmen. Hatte einige echt schwere Teile. Die hätte ich vielleicht mit einem Menschen nicht unbedingt. Wo muss ich jetzt hin? Im Grünen nicht. Da rein. Wo muss ich hin? Ich muss da rein, aber die geht hier nicht auf. Was tue ich? Ah doch, jetzt geht's auf. Jetzt geht's auf, jetzt geht's auf, jetzt geht's auf. Schnell weg hier. Oh, okay, es hat sich erledigt. Fuck, Sackgasse. Nicht. Das ist ja fies. Wie soll ich herausfinden, wo ich lang gehen muss? Nein, wir direkt Sackgasse. Boah, das ist so ein Arschloch-Spiel manchmal. So, gut Glück. Wir schon herausfinden. Okay, wir müssen dann links hier. Ich bin gerade ausgelaufen. Rechts geht ja nicht, da ist der Grüne. Okay, er kommt jetzt hier raus, also muss ich hier rein. Die ist zu. Ah! Nein! Lass mich durch! Geh! Pack! Jetzt, okay, danke! Geht's geradeaus? Sie ist zu. Geh weg! Lass mich durch! Hau die andere! Links, rechts, links, rechts, rechts, rechts! Rechts! Nein! Oh, nein! Kann ich dir nicht irgendwie ausweichen? Nee. Okay. Aber es gibt ja nicht so viele Wege. Lauf, 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 lauf. Ich kann von oben durch, okay. Links, links. Ich muss links. Das ist so. Es stresst mich auch gar nicht, dass der Charakter so langsam läuft. Nein. Da ist eine Tür. Kann ich die Tür aufmachen? Da ist ein X auf. Wieso ist da ein X? Da darf ich bestimmt nicht drauflaufen. Nein, es geht nicht. Was jetzt? Da, das geht auch. Was passiert? Was passiert? Hilfe! Was muss ich tun? Wieso? Was ist jetzt los? Wieso ist die Tür zu? Was passiert? Ich soll jetzt zurücklaufen. Was mache ich jetzt? Die ist immer noch hinter mir. Auf damit. Geh weg.
Was ist das Ziel? Warum geht die Tür nicht auf? Was ist passiert? Ich versteh's nicht. Ich kann hier nirgends lang. Sie hat mich noch nicht eingeholt. Das ist doch schon mal gut. Und jetzt? Ich will zurück. Super. Graduation. Ich bin da am Anfang. Yay. Was mach ich jetzt? Sie ist immer noch hinter mir. Kann ich sie ablenken? Kann ich? Hey, du blöde Kuh. Geh weg. Geh mal zurück. Ist sie müde? Wird sie müde? Was muss ich tun? Kacke. Halt, ich muss abbiegen. Ich kann hier nichts machen. Wenn die mich hat, dann hat die mich. Muss ich vielleicht erst den Knopf drücken? Nee, hä? Was passiert hier? Ich hab keine Ahnung. Ich wette, das soll so nicht sein. Das ist bestimmt nicht so geplant gewesen. Die rennen einfach im Kreis. Hier kann man noch im Kreis rennen. Warte mal. Da ist ein Kreuz. Ich habe hier gedrückt. Ja. Ja. Kannst du auf das Kreuz? Muss ich auf das Kreuz? Nein. Okay, ich muss nicht auf das Kreuz. Ergo muss sie auf das Kreuz. Sie war doch auf dem Kreuz. War sie nicht genug auf dem Kreuz? Weil so viele Möglichkeiten bleibt mir nicht mehr. Sie muss auf das Kreuz wahrscheinlich, damit sie kaputt gehauen wird. Das war jetzt etwas doof gelaufen. Da ist das Kreuz. Ah, die Tür ist zu. Okay, dann geht hier die Tür auf. Und sie muss... Du musst da drauf. Ah, lol. Ja. Oh, lol. Er hat sie geklaut. Es hat funktioniert. Yay. Jetzt ist sie dein Problem. Ich hab kaputt gehauen. Aber mitgenommen. Das ist jetzt meine Frau. Ah, hier ist der Lift, von dem er gesprochen hatte. Da. Okay. Das Spiel ist halt schon lustig. Manchmal gibt es gemeine Stellen. Ist halt leider nicht gruselig, aber es ist sehr lustig. Oh, da steht was. Wollte noch mal kurz Kaffee trinken. Yeah, no matter what. Do not go down there. Egal was ist, geh nicht weiter runter. Ja, zurück will ich aber auch nicht gehen. Ab ins tiefe Loch. Wir hatten ja sehr viele, sehr tiefe Löcher. Hoffentlich ist der Wurm nicht mehr da. Oh, das einzige richtig gruselige an dem Spiel, bei dieser fucking Wurm. In dem Gebiet, wo du so drei Wege hast. Noch die Corner. Oh, wir haben ihn verpetzt. Gehen wir mal in den dritten Teil. Ja, gespannt. Es gab so viel Scheiße über das Spiel gehört, aber ich finde das eigentlich voll lustig. Die Idee dahinter ist halt... Ist eine nette Idee. Es ist halt nicht gruselig. Mir kann keiner sagen, dass das keine Parodie sein soll auf so Horrorspiele. Das ist doch legit eine 1A-Parodie auf sowas. Das ist doch super lustig. Aber wir gucken. Und jetzt die Version, die ist, hat einer erstellt. Es gibt nämlich noch eine, ich nenne es jetzt einfach mal Fan-Version, die tatsächlich gruselig sein soll. Also wo man einfach das gleiche Konzept und Umgebung genommen hat und das dann halt einfach auf legit Horror gemacht hat und nicht so auf haha, lol, Drohne-Bunk. Das gucken wir uns an, das nennt sich Garden of Ben-Ben Reincarnated. Reenchanted? Reincarnated. Wiedergeboren. Das soll richtig gut sein. Schauen wir uns das mal an.